Bayer ließ schon 1936 keinen Zweifel, was sie mit ihren Pharmaprodukten und mit der Pharmabranche vorhatten, die ganze Welt zu beglücken. Auch dies ist ein Bild aus den Unterlagen des Nürnberger Tribunals. Man definierte den Generalplan Ost. Deutschland, diese Stadt, sollte die Zentrale der ökonomischen und politischen Macht auf diesem Planeten werden. Osteuropa und der Rest der Welt wurden als willfährige Konsumenten und Sklavenarbeiter definiert. Ein weiteres Dokument aus dem Nürnberger Prozess. Man hatte gerade Paris erobert. Man war an der Spitze des Erfolgsrausches. Da schrieb die IG Farben einen Brief an die Nazi-Regierung mit dem Titel Die Stellung des deutschen Reichspatents in einem europäischen, unter deutscher Führung stehenden Wirtschaftsraum. Gemeinsame Währung, gemeinsames Patentrecht, gemeinsame Patentgerichtsbarkeit und so weiter und so fort. Das lag ihnen am meisten am Herzen. Kontrolle der Welt über Patente. Auch dieses Experiment ging schief. Zweite Welteroberung nicht möglich, militärisch. Hier der US-Chefankläger Telford Taylor in Nürnberg. Ohne die IG Farben wäre der Zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen. Hier die Zahlen dazu, auch das in Nürnberg. Die Abhängigkeit der Nazi-Wehrmacht von der Produktion der IG Farben 1943, synthetischer Gummi zu 100%, synthetisches Öl 100%, Giftgas 95%, Sprengstoff 84% aller Bomben, die im Zweiten Weltkrieg benutzt wurden, produziert von Bayer und BASF. Und dazwischen die Medizin, Blutserer 100%, Medikamente 55%. Nicht überraschend wurden 24 Direktoren von Bayer, Höchst und BASF angeklagt in Nürnberg, im Fall 6 in Nürnberg. Er hier, Bayer-Direktor Fritz Termeer, wurde zu 9 Jahren Haft verurteilt, wegen Völkermord, Versklavung, Plünderung, ganze Länder und anderer Kriegsverbrechen. Wussten Sie das? Nun stellen Sie sich vor, Direktor von Bayer, dem Flaggschiff der Pharmaindustrie, die sich gerne feiern lässt als die Wohltäter der Menschheit, angeklagt und verurteilt wegen der schlimmsten Verbrechen, Verbrechen gegen das Menschenrecht. Nach 1945, das Schicksal der Nazi-IG-Farben-Koalition, es spaltete sich. Die Nazis, also die militärischen und politischen Machthaber, die Marionetten, wurden verurteilt zu langen Haftstrafen oder zum Tode. Die ökonomischen Nutznießer und Drahtzieher des Zweiten Weltkrieges wurden im Nachkriegsdeutschland schon bald wieder als Industriekapitäne reetabliert. Die Aktien der IG Farben, die Hauptkriegsbeute der Alliierten, kamen unter die Kontrolle der Rockefeller und Rothschild Investmentgruppen und da internationalisierte sich sozusagen das Pharma-Chemie-Kartell. Warum zeige ich Ihnen diese Bilder? Wir werden oft gefragt, Dr. Rath, es ist doch nicht möglich, dass ein Wirtschaftszweig, eine Industrie, die Pharmaindustrie, das Leben von Millionen Menschen wissentlich aufs Spiel setzt. Das glauben wir einfach nicht. Beispiel Chemotherapie und Krebs. Unsere Antwort ist sehr nüchtern. Diese Interessen haben 2 Weltkriege mit herbeigeführt. Mit insgesamt 100 Millionen Toten. Und sie werden es immer wieder tun. Die Geschichte des Pharmakartells vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Die Technokraten der Nazi-IG-Farben-Koalition sind wieder an der Macht. Ihn hier haben wir schon erwähnt.
1956 wurde aus dem Kriegsverbrecher Fritz Temer der Aufsichtsratsvorsitzende der Nachkriegs-Bayer AG. Wenn Sie meinen, das ist schon empörend, dann schauen Sie sich mal diesen Vorgang an. Der juristische Chefplaner eines Europas unter der Nazi-IG-Farbenherrschaft, Walter Hallstein, wird 18 Jahre, nachdem er mit Hitler in Rom war und dort das Nachkriegs-Europa mit Mussolini zusammenplante, in derselben Stadt, in Rom, zum ersten Präsidenten der neuen EU-Kommission. 10 Jahre lang wurde er Architekt dessen, was Sie heute in Brüssel erleben. Und Sie wundern sich über mangelnde Demokratie? Das war vor 50 Jahren. Wenn man so will, der Architekt hat das vorausgesehen und hat eine Behörde geschaffen, die fantastisch funktioniert. 27 Hanseln werden ernannt, das sind die EU-Kommissare, und denen steht ein Apparat von 54.000 Karrieretechnokraten zur Verfügung. Keiner von denen ist demokratisch gewählt, die kennen Sie gar nicht. Und sie regieren Europa. Die können Direktiven veranlassen ohne das Parlament, die für 500 Millionen Menschen verbindlich sind. Und dann sehen Sie hier unten dieses kleine Würfelchen hier mit der Zahl 736. Was ist das? Welche Ideen? Das ist das EU-Parlament, richtig. Fällt Ihnen was auf? Auf einen EU-Parlamentarier kommen 80 Technokraten, die aufpassen, dass die ja keinen Unfug machen. Europa heute. Also, ich fasse zusammen. Das Pharma- und Chemiekartell ernennt die EU-Kommission, nicht Sie. Dann gibt es eine Mauer. Und jetzt kommen Sie hier. Da sind 500 Millionen Menschen, die dürfen ab und zu mal wählen, ein Parlament. Aber das Parlament, das trifft auf diese Mauer. Weil es hat keine Rechte, es hat keinen Einfluss auf die EU-Kommission. Es kann keine Gesetze initiieren, ein Grundrecht jeder Demokratie. Man sagt Ihnen das nicht.